Ja, herzlich willkommen heute im Podcast-Interview. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den Jochen Egloff. Ja, hallo. Hi. Du bist Coach und Berater für Firmenkunden und auch Privatkunden. Stell dich doch vielleicht einfach erstmal ein bisschen vor. Was machst du beruflich, damit unsere Zuhörer wissen, mit wem ich heute die Freude habe zu reden? Ja, genau. Also Schwerpunkt geht momentan fast eher schon ins Private letztendlich, also diese Selbstfindungsprozesse letztendlich, wo man einfach mit den Leuten spricht, man hört ständig raus, dass sie einfach tierisch unzufrieden sind. Und das ist einfach so eine Selbstfindungsgeschichte. Hängt natürlich auch ganz oft einfach mit dem Job zusammen, weil sie mit dem Job unzufrieden sind. Ich würde mal grob geschätzt sagen, 80% der Menschen sind einfach unzufrieden mit dem Job. Deswegen natürlich auch die Firmenberatung. Bloß die meisten Firmen ziehen es halt gar nicht ein, dass halt Probleme in der Firma sind. Und deswegen ist halt einfach so die Thematik, auch für die Einzelperson letztendlich, wenn man auf die Einzelperson auch mehr eingehen kann, wenn man es einfach so ein Globaltraining hat in der Firma letztendlich. Aber wie gesagt, grundsätzlich das schon auch. Und einfach halt diese, wie gesagt, Selbstfindung letztendlich. Wer bin ich? Wo stehe ich? Wo will ich hin? Immer Thema Selbstbewusstsein, was viele immer nur mit selbstbewusstem Auftreten interpretieren. Genau, das ist so die Sache. Das heißt, was für Leute kommen dann zu dir? Sind das dann Selbstständige, die sich gerade einfach selbstständig gemacht haben, oder Angestellte, Einzelpersonen? Was für Leute betreust du? Also sowohl als auch. Zum einen die wirklich irgendwo so an einem Punkt stehen, eben wer bin ich, wo stehe ich, wo will ich hin, die einfach gerade irgendwo so unzufrieden sind mit sich selber, mit dem Leben und mit dem Job auch. Wenn sie sagen, ich brauche jetzt einfach vielleicht mal einen Wechsel, ich möchte mich vielleicht eben selbstständig machen, ich möchte einen anderen Job haben und so weiter. Da hatte ich immer auch schon Menschen dabei, die wirklich gesagt haben, ich bin total zum einen überfordert mit der Menge an Arbeit und zum anderen einfach unterfordert, was das geistige Level angeht. Letztendlich, die waren komplett unterfordert, die wurden dann komplett blockiert letztendlich mit der Arbeit. Die hatten dann zwar immer Ideen, die aber gar nicht wertgeschätzt wurden letztendlich, also sprich, die vom geistigen Level her konnten sich gar nicht wirklich ausleben. Das ist immer so eine Sache, ist ganz oft so. Wenn einmal die Sinnhaftigkeit dahinter fehlt, hinter dem, was man tut, dann wird man nie glücklich werden, das ist ganz, ganz klar. Und wenn man einmal seine Leidenschaft auslebt, dann hast du ein viel, viel größeres Potenzial, das du wirklich ausschöpfen kannst. Du arbeitest nie wieder, wenn du das tust, was du gerne machst, letztendlich. Und da habe ich neulich ein schönes Zitat gehört. Das ist über die Kinder letztendlich. Wenn Kinder spielen oder sowas, dann vergeht die Zeit riesenschnell. Und das ist auch so. Seitdem ich selbstständig bin, ich hatte nie wieder Langeweile. Und früher bist du zum Teil bei der Arbeit gesessen, hast gedacht, Gott, dann hast du auf die Uhr geschaut, wie lange muss ich noch? Das hatte ich seit dann nie wieder. Weil du findest immer irgendwas, was du tun kannst. Oder machst vielleicht halt mal auch eine Pause, machst noch was anderes, privat oder sowas. Und kannst dann abends wieder was tun, je nachdem. Gerade jetzt im Sommer, wenn es einfach so ein bombastisch warm ist, man sieht es vielleicht hier im Hintergrund ein bisschen, ich habe hier Dachschräge und es wird hier tierisch warm im Sommer manchmal. Und dann kann es halt sein, ich mache dann wirklich seit abends spät dann die ganzen Fenster auf, lasse dann durchlüften, sitze dann noch dran bis abends nachts um eins oder sowas. Und bin auch dann am Arbeiten und mache dann irgendwie Sachen für mich, wenn ich wirklich meine Ruhe für mich habe letztendlich. Das ist einfach so eine große Freiheit letztendlich. Deswegen, ich arbeite nicht mehr in dem Sinn. Es ist so, ich lebe einfach die Berufung aus. Und das versuchst du deinen Kunden dann in gewisser Weise auch zu vermitteln, oder? Genau, dass sie sich einfach selber finden, dass sie ihre Potenziale ausschöpfen. Weil die meisten sind so beschäftigt, sich irgendwo in ein Raster reinzustecken. Also ich würde mal sagen, die wenigsten haben einen Effizienzgrad von 80%. Die meisten, das ist eigentlich fast gar andersrum, die setzen 20% von der Energie effektiv ein und 80% oder gut 50% auf jeden Fall, in das sich zu verstellen, letztendlich in irgendwas darzustellen, was sie eigentlich gar nicht sind. Und das ist einfach ein ganz großes Problem letztendlich. Und wie gesagt, wenn jeder 50% der Energie verschenkt, oder allein schon 30%, 100%ige Energieeffizienz wird es nie geben wahrscheinlich. Aber das ist halt immer so eine Sache, du verbrauchst so viel Energie, in Sachen in dich zu verstellen letztendlich, um Dinge zu tun, die dir nicht entsprechen letztendlich. Das ist dann gerade auch so Thema Sport, wo man dann viel abends reinkommt, ach nee, keine Lust mehr und so weiter. Das ist dann der innere Schweinehund, was dann hochkommt, wenn einmal die Energie schon weg ist. Da kommen wir gleich noch auf den inneren Schweinehund zu sprechen. Aber ist bei euren Coachings das Thema Sport oder ich sage jetzt mal allgemein gesunder Lebensstil, ist es bei euch auch ein Thema? Weil das gehört ja so ein bisschen zu diesem glücklichen Arbeiten, sich finden auch irgendwo dazu. Oder konzentriert ihr euch bei euren Coachings eher so auf das, ich sage jetzt mal, Businesslastige? Nee, businesslastig. Es ist natürlich alles ein Teil, es ist gesamtheitlich, das ist mir auch ganz, ganz wichtig. Also ich bin jetzt nicht ein Coach, wo es bloß in eine Richtung geht letztendlich, sondern einfach halt die Person im Gesamten betrachten. Und das ist natürlich immer die Frage, warum ist die Person einfach
im Ungleichgewicht letztendlich. Liegt es am Job? Liegt es vielleicht auch irgendwie gerade im Sport? Braucht die Person einen Ausgleich? Ich meine, vielleicht ist auch nicht für jeden Sport etwas. Es gibt Menschen, die sagen, nö, ich brauche keinen Sport, sind trotzdem aber gerne schlank, wie auch immer. Da gibt es Menschen, die machen dann viermal die Woche Sport und sind trotzdem übergewichtig. Gibt es auch alles. Aber es ist halt einfach die Frage, ich finde, Sport ist schon so eine Sache, wo du auch mal abschalten kannst, wo du dich mal ausbauen kannst, wo du mal überschüssige Energie loswerden kannst. Du kannst dich mal ausbauen. Und deswegen ist es natürlich auch einfach ein Part des Gesamten letztendlich. Ja, also es geht ja hier in unserem Podcast vor allen Dingen um die Motivation für den Sport. Jetzt würde mich natürlich mal brennend interessieren, was machst du aktuell für Bewegungseinheiten? Was treibst du für Sport? Also ich bin seit Jahren wirklich im Fitnessstudio angemeldet. Ich glaube seit 2005. Ich war auch sogar als Teenie mal im Fitnessstudio angemeldet, vor Jahren mal. Weil ich als Kind nämlich immer relativ mopsig war. Ich war als Kind immer ja, relativ dick, oder halt, ja, körperlich. Und da ist auch immer wieder mal mit so Phasen, es gibt es immer mal, es ist immer so in Wellen, mal mehr, mal weniger. Gerade im Sommer dann öfters mal weniger, weil es mal einmal zu warm ist im Studio. Und ich sag mal, mehr oder weniger, da gibt es auch mal Phasen, wo ich mal 4, 5, 6 Wochen mal vielleicht gar nicht bin. Gab es auch schon. Aber nachher gehe ich dann einfach wieder. Und das ist auch so eine Sache dabei, dass natürlich halt immer wieder mal auch dazu zwingt, vielleicht wieder hinzugehen. Wenn man dann dort ist, also mir geht es zumindest so, wenn ich dann dort bin, dann ist es wieder gut. Dann fühle ich mich wieder besser. Dann ansonsten halt noch Fahrrad hin und wieder mal. Wobei das ist halt relativ wenig. Ich glaube, die ist da noch gar nicht. Und letztes Jahr habe ich mir noch ein Longboard gekauft. Das ist eigentlich auch so ein Spaßgerät, aber als Spaßgerät gedacht. Aber wenn man es mal anfängt, dann wirklich, es ist anstrengend. Wenn man dann mal eine Weile draufsteht, wenn man mal so eine Viertel, eine halbe Stunde wirklich am Fahren ist und am Pushen ist und so weiter, es ist wirklich anstrengend. Man kommt tierisch ins Schwitzen. Sag vielleicht mal kurz, was ein Longboard eigentlich ist. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute das gar nicht wissen oder noch nie gehört haben, was man mit so einem Ding machen kann. Also praktisch ein Skateboard in lang. Also ein bisschen länger, breiter, einfach größer, hat größere Rollen drauf. Es wird sich einfach deutlich stabiler und ist halt schon eher auch für längere Strecken gedacht. Manche fahren auch Downhill damit. Also der Geschwindigkeitsrekord liegt momentan vielleicht, glaube ich, 140 oder so, ist bei Downhill. Also eigentlich krank, aber ich habe schon mal gemacht, Handy in der Hand gehabt, mal GPS gemessen. Also mit 20, 30 wird es echt schon heftig zum Teil. Da denke ich auch, okay, ist auch schnell. Wow. Aber wenn wir jetzt nochmal aufs Fitnessstudio zurückgehen, seit 2005 trainierst du dort. Das ist ja eine sehr, sehr lange Zeit. Das sind ja mittlerweile 13 Jahre. Und du gehst ja auch regelmäßig hin, selbst wenn du immer wieder mal so ein paar Wochen Pause hast. Genau. Was treibt dich an, dass du da immer wieder startest? Also, dass du, selbst wenn jetzt im Sommer, du hast gesagt, manchmal ist es dir einfach zu warm, das kann ich verstehen. Also, ich hatte auch schon Fitnessstudios in der Vergangenheit, wo man im Sommer wirklich sich nicht so motivieren kann, weil es einfach irgendwie gefühlt 100 Grad Celsius da drin hat. Aber was treibt dich an, dass du dann trotzdem immer wieder startest, dass du immer wieder hingehst? Das sind ganz verschiedene Gründe. Zum einen die eigene Motivation, dass ich sage, okay, ich möchte was tun. Dann hört es einfach schon an der Haltung und so weiter. Ich meine, ich bin relativ groß, ich bin über 1,90. Und das ist eh so eine Sache, man ist immer so ein bisschen in Versuchung, geduckt zu sein oder eine schlechte Haltung zu haben, letztendlich durch die Größe. Und das ist natürlich einfach so ein Grund, einmal von der Haltung her. Oder wenn man dann wieder mal irgendwo wieder mal Rückenschmerzen hat oder sowas, merkt man, okay, ich soll jetzt mal wieder ins Training gehen. Es ist auch besser, wenn ich wirklich eine gestärkte Muskulatur habe, ist die Gefahr viel, viel geringer, dass ich wirklich Rückenschmerzen habe. Ich meine, ich kenne auch andere Leute, die haben auch durch den Sport zum Teil mal Rückenschmerzen oder Bandscheibenvorfall bekommen. Mag es auch geben. Aber im Großen und Ganzen halt schon so, ich merke es zumindest bei mir oder bei auch anderen Leuten, wenn ich wirklich Sport regelmäßig mache und ich habe auch eine gestärkte Muskulatur, ist die Gefahr viel, viel geringer, dass ich wirklich irgendwo eben so Rückenschmerzen und sowas habe. Das heißt, für dich steht dieser gesundheitliche Aspekt im Vordergrund? Ja, und natürlich auch Optik, bin ich natürlich auch ganz, ganz ehrlich, dass man einmal, ja, wie gesagt, vernünftige Haltung einmal dann hat und so weiter, das ist ein Thema, ist natürlich ein gesundheitlicher Aspekt, aber natürlich auch ein ethischer, optischer Aspekt natürlich. Wenn jemand rumläuft dann wie vielleicht noch von Notre Dame letztendlich, und das fällt mir eben wirklich gerade oft bei großen Leuten auf und gerade mal oft sogar bei großen Frauen, dass sie sich dann immer klein machen wollen, weil sie sich eigentlich gar nicht trauen, ihre Größe zu zeigen, das ist dann immer auch so ein Thema, ja, vielleicht vom Coaching letztendlich. Aber das ist halt einfach so eine Sache. Wie gesagt, natürlich das Ethische, das Optische letztendlich. Und andere natürlich einfach gesundheitliche Aspekte, ganz klar. Mhm. Ich finde das, dass du halt wirklich fitter bist. Ich merke es natürlich schon. Ich misse dann auch immer dann gerade halt Fahrrad, Ausdauer und aber einfach nur ganz normal halt Gerätekraft, Sport.
dass man halt beides trainiert. Dass man halt, wenn ich dann irgendwo mal draußen bin, wenn ich mir ab und zu mal meinen Ersatzhund mal ausleihe, mit dem ich immer wieder spazieren gehe, wenn ich dann irgendwo 10 Meter laufen würde und bin da außer Puste oder sowas, habe ich ja selber keinen Spaß dran. Und motivierst du dich, ins Fitnessstudio zu gehen, alleine? Oder hast du da irgendwie einen Trainingsbuddy, der dich mitzieht, mit dem du Termine ausmachst? Oder wie hältst du das? Mittlerweile eigentlich immer alleine. Also früher war es wirklich so, wo ich angefangen hatte, da hatte ich dann Leute kennengelernt. Mit denen war ich dann regelmäßig, dann eigentlich immer zwei Stück, dann waren wir zu dritt, so eine Dreiergruppe. Und wir haben uns wirklich immer gut motiviert gegenseitig letztendlich. Und das war aber immer so eine Sache. Ich hatte da wirklich mal eine Phase, da war ich auch mal eine Zeit dann arbeitslos und dann bin ich zum Teil zweimal am Tag gegangen. Ich hatte dann in der Woche, war ich dann zum Teil wirklich so 5, 6 Mal im Training. Und dann war ich zum Teil manchmal morgens, gerade im Sommer, weil wenig los war. Ja, weil es war noch kühler. Dann ruft er am Abend an, hey, kommst du mit ins Training? Und, ey, ich war schon, egal, komm trotzdem nochmal. Also bin ich ja nochmal hin ins Training. Und da ist schon viel wert, wenn man einen Trainingsbuddy hat, mit dem man sich wirklich gut versteht, mit dem man sich anspornen kann. Man hat wirklich ein deutliches Leistungsplus, würde ich mal sagen. Weil wenn dann die Person nochmal sagt, hey, nochmal, du schaffst nochmal eine Wiederholung oder sowas, gerade wegen Bankdrücken und sonstiges, man hat eine Person dabei, die dann auch mal kurz noch hilft, die letzte Unterstützung, ist oft mal einfach auch eine mentale Sache. Das kann sein, die Person berührt die Handelsstange so gut wie gar nicht. Man hat nur den Kopf drin, oh, er zieht mit. Und das ist, hilft manchmal schon. Das ist oft mal einfach so eine Kopfsache. Mittlerweile allerdings alleine. Also früher war ich dann zum Teil 2, 3 Stunden am Tag dann im Studio, manchmal, wenn man dann wirklich oft mal halt viel gequatscht hat. Mittlerweile halt alleine, brauche ich mir auch die Stöpsel ins Ohr und trainiere dann einfach für mich. Klar trifft man vielleicht ab und zu mal noch jemand. Aber ich bin ja dann schneller durch, wenn ich halt für mich allein trainiere. Das ist eine Sache. Wobei ich mit Sicherheit nicht abgeneigt wäre, wenn wieder jemand da wäre, mit dem ich trainieren könnte, mit dem man sich wirklich möglich anspornen könnte. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das ein zeitlicher Aspekt ist. Wenn man mit einer zweiten oder dritten Person hingeht, dann, wie du sagst, man unterhält sich einfach mehr über alles Mögliche und macht dann einfach mehr Pausen, als wenn man alleine unterwegs ist. Und das Ganze ist ja auch ein Zeitfaktor, ne? Ich meine, wir sind ja alle viel beschäftigt und als Selbstständiger schon gleich dreimal. Wie schaffst du es, dass du dich immer wieder motivierst, dir auch Zeit zu nehmen für den Sport? Ja, ich glaube, bei der Zeitfaktor wäre das gar nicht gewesen letztendlich. Das war auch so zum Teil, der eine ist dann weggezogen, verheiratet, Kinder und so weiter. Ist klar, da verändern sich die Prioritäten. Ich glaube, die Hauptthematik ist wirklich gewesen, einmal, dass niemand mehr da war. Letztendlich, die Zeit würde ich mir schon nehmen letztendlich. Manchmal muss ich sie nicht. Da hat man halt keine Zeit und auch keine Lust mehr. Aber ich mir dann mal die Auszeit nehme auf dem Sofa oder sowas und dann irgendwo abends mal einen Film noch anschaue oder auch bei YouTube irgendwelche Reportagen und sonstiges anschaue. Oder dass ich im Studio bin, ob ich dann 2, 3 Stunden im Studio bin oder dann bloß 1 oder 1,5 Stunden im Studio bin, ist eigentlich wurscht, ganz ehrlich, weil es ist trotzdem beides ein Ausgleich letztendlich. Das wäre für mich jetzt ist kein Grund, ich sage so immer so, wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit, absoluter Bullshit, weil jeder hat 24 Stunden am Tag Zeit. Wie man sie einsetzt, bleibt jedem selbst überlassen. Ist natürlich klar, das ist immer eine Prioritätenfrage. Wenn jemand eben Familie, Kinder hat und so weiter und auch noch Job und so weiter, dann ist natürlich ein gewisser Zeitrahmen vom Tag natürlich schon besetzt, aber dennoch ist es meine Entscheidung, wo ist meine Priorität dabei. Also Zeit kann man sich nehmen, wenn man will. Fast immer. Ja, das sehe ich ganz genauso. Also das mit dieser Priorisierung, da spreche ich ja auch immer sehr viel darüber, weil ich finde, genau wie du jetzt sagst, der Tag hat 24 Stunden. Und ob ich jetzt am Abend auf dem Sofa sitze und mir da einen Film reinziehe, jeden Abend, oder ob ich einfach ein paar Mal in der Woche sage, ich gehe jetzt zum Sport, was auch immer ich da für einen Sport mache. Das ist ja die Entscheidung des Einzelnen. Und das heißt ja nicht nur, weil man jetzt zum Sport geht, darf man nie wieder einen Film schauen. Das ist es ja gar nicht. Sondern es heißt einfach, in dem Moment setze ich eine Priorität. Ich starte vielleicht den Film einfach ein bisschen später. Ich nehme den vielleicht ein bisschen auf, aber ich gehe dann trotzdem zum Sport und nehme mir die Zeit, wenn mir das einfach wichtig ist. Vor allem ist halt die Frage, was ich an jeder stellen sollte. Wann geht es mir besser? Wenn ich im Sport war oder wenn ich einen Film angeschaut habe, wer würde ich halt auf guter Scheiße war. Das ist das Problem. Viele ziehen sich halt wirklich einfach nur Mist rein. Also ich wähle da mittlerweile wirklich, klar, man schaut sich auch mal einen Film an zur stumpfsinnigen Berieselung, wer man abschalten möchte, ist kein Thema. Aber ich wähle da mittlerweile wirklich bewusst, was schaue ich mir an. Das ist natürlich auch so eine Sache. Weil eben, dann dieses Hartz-IV-TV, wie man es immer so schön nennt, oder schaue ich mir halt wirklich auch bei YouTube, ich meine, YouTube ziehen viele drüber her, YouTube ist irgendwie Mist. Nee, gar nicht. Es gibt natürlich viel Mist bei YouTube, aber es gibt bei YouTube auch ganz viele Reportagen zum Beispiel.
Was ich dann zum Beispiel auch oft anschaue, irgendwelche Reisereportagen, zum Beispiel irgendwelche Hotels oder sowas. Man kann wirklich sehr, sehr gut dabei abschalten, ich zumindest. Und das ist ja wohl so eine Sache. Und was ich eben auch angefangen habe, dass ich im Sport wirklich mehr dann eben Kopfhörer reinhabe, nicht mal zwingend nur Musik höre, sondern auch wirklich irgendwelche Affirmationen höre. Also zum Beispiel irgendwie, dass man sich positiv triggert und so weiter, so Motivationsgeschichten oder sowas. Man kriegt es zum Teil gar nicht mehr bewusst mit, aber es ist trotzdem unterbewusst, kriegt man es, der Verstand nimmt es immer wahr. Das ist so eine Sache, was ich dann zum Teil mache. Weil ob ich jetzt gar nichts im Ohr habe oder die Kopfhörer im Ohr, klar, manchmal stürzt Kabel, dann hat man das Kabel wieder, bleibt man wieder irgendwo am Gerät hängen oder sowas, kann es mal geben. Aber im Großen und Ganzen ist es wirklich was, wo sich einfach jeder fragen soll, wann geht es mir besser? Wenn ich Sport gemacht habe oder wenn ich mir irgendwo am Abend, wenn ich vor dem Sofa gesessen bin, vor dem Fernseher, Hartz IV TV, plus eine Tüte Chips. Und nachher ist man dann schlecht und hat man so ein schlechtes Gewissen, wann geht es mir besser? Das ist einfach so eine Frage, die sich einfach jeder stellen kann. Ja. Du hast gerade angesprochen, dass du dir Affirmationen ins Ohr legst beim Training. Hast du da irgendeinen Tipp für uns, was wir da auch anhören könnten? Sind das Podcasts oder ist das was du dir selbst aufgenommen hast? Was genau hörst du da? Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse es, wenn ich mich selber höre. Das ist aber so eine Sache, ich glaube, das haben ganz, ganz viele. Es gibt, ich weiß, wo ich drauf gestoßen bin und komischerweise ist auch mal oft mal so eine Sache, dass auch das mal als erstes stößt. Zum Beispiel solche Sachen. Das ist oft mal auch so ganz passende. Ich habe dann noch zig andere angehört zu Videos. Bei manchen denke ich einfach, Gott, halt die Klappe, ich kann es nicht hören. Das ist einfach so eine Sache, das muss jeder für sich selber raushören. Welche Stimme passt zu mir, was gesprochen wird. Also ich höre ganz gern, nennt sich Ohrinsel. Also wer es anschauen möchte, hat viele Meditationen drin und so Affirmationsgeschichten drin. Und ich höre das eigentlich ganz gerne. Der ist einfach von der Stimme her, wie er spricht auch so, ist einfach meins. Das ist so. Aber es muss, wie gesagt, einfach jeder für sich selber hören. Ich habe auch schon Leute gehört, die sagen, die hören mir gerne zu, ich finde meine Stimme angenehm. Wenn ich mir aber selber was aufnehme, denke ich, nö, das ist halt so eine Sache für sich. Das ist so. Deswegen habe ich bisher auch noch nie sowas für meine Klienten aufgenommen, von mir aus direkt letztendlich. Dann sage ich mal, hey, hört es euch dort an, das ist im Netz, könnt ihr mal anhören bei YouTube und so weiter. Ja. Können wir gerne dann verlinken. Suche ich uns raus. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen über eine Sache sprechen, die du auf deiner Webseite hast. Und zwar hast du da einen Artikel geschrieben und ich lese mal kurz vor, was ich da gefunden habe. Es geht um die Macht der Gedanken. Und da hast du schön geschrieben, wenn wir fest an etwas glauben und das Ziel nicht aus den Augen lassen, so können wir fast alles erreichen. Was meinst du denn damit? Es ist ganz viel eine Kopfsache. Also ein Beispiel zum Beispiel damals vom Sport. Da war ich auch mit den zwei Kumpels damals im Training und beim Gerät halt für den Trizeps, also wer es kennt, also so eine Art Dips machen, wo man so runterdrückt. Und dann waren wir am Quatschen, halt wir am Labern gewesen, bla bla bla, die ganze Zeit so. Wir sind nicht im Kurs bei der Sache letztendlich. Dann sitze ich dahin letztendlich. Wir haben immer relativ viel Gewicht genommen, habe eben gesagt, ich war viel trainieren, war auch ein bisschen jünger, war auch ein bisschen fitter. Nein, aber ich setze mich dahin, schnalle mich an, ziehe den Gurt fest und dann denke ich auch, boah, heute ist aber schwer. Aber ich habe nicht auf das Gewicht geachtet gehabt. Es war halt komplett unten eingestellt, letztendlich vom Gewicht her. Und ich habe trotzdem im Endeffekt, glaube ich, noch 10 Wiederholungen gemacht. Und habe gedacht, ey, heute ist es aber schwer, ich habe heute keine Kraft. Aber wie gesagt, es war, glaube ich, irgendwie 30, 40 Kilo über dem Gewicht, wo ich normalerweise dran gehabt habe. Wo ich gestartet bin. Und ich habe halt null drauf geachtet, wie es eingesteckt war. Und ich glaube, wenn ich dran gedacht hätte ich es gar nicht geschafft. Hätte ich vielleicht 2, 3 Wiederholungen geschafft. Und das ist halt einfach so eine Thematik mit dem Macht der Gedanken. Noch ein Beispiel aus der Medizin, Placebos zum Beispiel. Warum funktionieren Placebos? Ich hatte meine Bekannte, die war dann auch, die hat auch eben studiert gehabt und war dann in einem Pharmakonzern deren Studium. Und dann haben sie auch 2 Gruppen gehabt, die Kontrollgruppe und die echte Medikament. Und sie haben beiden eben gesagt, was auch für Nebenwirkungen auftreten können. Und die hatten eigentlich in beiden Gruppen die gleichen Wirkungen. Auch sogar, die hatten Nebenwirkungen, die eigentlich gar nicht auftreten konnten, weil es nur irgendwie gepresste Stärke oder Traubenzucker oder irgendwas war. Das hat so eine Sache, was einfach beweist, der Mensch bestimmt sich einfach selber letztendlich. Das ist so eine Sache, weil wenn ich sage, ich kann es nicht, dann kann ich es auch nicht, dann wird es auch nicht gehen. Und das war ganz oft schon so eine Sache, wenn man dann einmal was gemacht hat oder so, oder gerade mal auch Bankdrücken war so eine ähnliche Geschichte. Ich bin dann auch hingelegen, der Kumpel hat dann irgendwie, glaube ich, 20 Kilo mehr drauf gehabt als ich. Und ich bin dann halt einfach hin und auf einmal, oh, ich habe es gedrückt und habe gedacht, ich schaff's nicht. Und das ist einfach eine reine Kopfsache. Wenn man einfach den Kopf nicht zweifeln lässt, dann geht es meistens auch. Klar sind natürlich irgendwo auch die Grenzen erreicht, aber man kann sich viel mehr pushen letztendlich, wenn man einfach mal den Kopf ein Stück weit ausschaltet und einmal dran glaubt und nicht, ja, einmal machen, nicht zweifeln. Geht das würdig, kann ich es nicht, geht nicht so schwer. Das ist in allen Bereichen vom Leben eigentlich so.
Ja. Wenn ich dir einen Satzanfang gebe, dann würde ich dich bitten, dass du den vervollständigst. Und zwar ist der Satzanfang: Meine Gesundheit bedeutet für mich. Viel. Nein, also es ist auch nicht mehr so. Ich bin zum Teil auch nicht mehr so gut mit umgegangen zeitweise. Das zum Teil waren ja auch echt grottenschlecht, hin und wieder mal. Dann auch durch Krankheit letztendlich, weil ich an sich sehr blöd war, habe eine Grippe verschleppt, bin dann so lange arbeiten gegangen, damals noch im Angestelltenverhältnis, bis nichts mehr ging. Und war dann wirklich wochenlang krankgeschrieben. Ich habe eine Grippe so verschleppt, bis dann wirklich eigentlich kurz vor der Herzmuskelentzündung war. Ich habe Entzündungswerte gehabt im Körper, die waren jenseits von gut und böse. Und habe dann natürlich Antibiotika bekommen, wollte es eigentlich nicht nehmen, hat halt geheißen gehabt, entweder ich nehme jetzt Antibiotika oder es jetzt in meinen Nieren aufspiele, weil die Entzündungswerte so hoch waren. Gut, habe es genommen. Ich habe dann die Entzündung in den Gelenken gehabt, sprich, ich konnte mich nicht mehr richtig bewegen letztendlich. Es war halt ganz spaßig und habe mir dadurch wirklich meinen ganzen Stoffwechsel und auch Magen kaputt gemacht. Deswegen achte ich da mittlerweile halt wirklich mehr drauf. Es ist so, es ist bei vielen Dingen so, man achtet meistens erst dann darauf, wenn es zu spät ist oder wenn was kaputt ist. Das ist ganz oft so. Wie gesagt, schließe ich mich nicht aus. Ich habe selber die Erfahrung gemacht und deswegen auch bei Ernährung. Also, wie gesagt, Fast Food oder sowas, die großen Fast Food Ketten oder sowas. Es kommt mal noch vor, aber wirklich ganz, ganz selten mittlerweile. Also, ich koche auch gerne. Ich koche auch gerne selber. Klar, man isst auch mal Mist oder sowas. Schokolade und so weiter vertrage ich nicht mehr so. Sollte ich eigentlich auch nicht mehr essen. Ab und zu macht man es doch noch, aber manchmal hat man dann so ein Flash oder sowas, wo man sagt, ich brauche doch mal Schokolade oder da ist noch mal irgendwelche Chips oder sonstiges Zeug. Aber im Großen und Ganzen achte ich wirklich schon drauf, dass ich mich einigermaßen gesund ernähre. Und auch wirklich selber dann koche letztendlich. Ich meine, ich koche auch gerne, das ist natürlich so eine Sache, weil ich es gerne mache. Aber wie für die Gesundheit, man hat nur eine. Man kann zwar schon wieder was rausholen letztendlich, auch gerade mit dem Kopf letztendlich. Da hat eben gerade auch der eine, die Ohrinsel hat da eine Meditation drin. Für die Gesundheit, was ich wirklich ganz gut finde, weil es läuft viel vom Kopf. Es bringt wirklich was. Also zumindest bei mir, ich glaube, man muss sich einfach auch mental wirklich festigen letztendlich und wirklich dran glauben, damit es dann beim Körper richtig funktioniert. Wenn man von vornherein immer nur dran zweifelt und immer abblockt, dann funktioniert es natürlich nicht, ist klar. Aber deswegen Gesundheit ist sehr, sehr wichtig, weil alles Geld der Welt bringt nichts, wenn man todkrank ist. Gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe schon so viele Menschen erlebt, sowohl beruflich als auch privat, wo plötzlich innerhalb von ein paar Tagen nur die Gesundheit komplett einfach anders war, weil man eine Diagnose bekommen hat. Und dann kannst du einfach alles, was du vorher gerne gemacht hast, nicht mehr machen. Und dann ist dein ganzes Geld ist nichts mehr wert. Also ja, ich finde auch, dass Gesundheit wirklich extrem wichtig ist und dass man möglichst viel dafür tun sollte, damit man möglichst lange so gesund ist, wie man nur sein kann. Ganz klar. Ich meine, klar, das heißt nicht, dass Geld schlecht ist. Ich finde, Geld ist grundsätzlich was extrem Positives. Man kann was Positives mitmachen. Aber dann sollte man halt wirklich, wenn man dann wirklich auch Geld hat und gut verdient und so weiter. Es gibt wirklich Millionäre, die sind dann todkrank und sowas, dann sterben sie nachher, weil sie halt alles übertrieben haben, letztendlich. Da bringt das Geld halt auch nichts mehr. Und das ist halt genau so eine Sache dabei. Und gerade bei Sport, dann sollte man sich halt mal die Zeit nehmen. Dann kann man sich auch, wenn man wirklich Geld hat, auch einen Personal Trainer nehmen. Letztendlich, der einmal in den Arsch tritt auf gut Deutsch. Das braucht man halt manchmal auch. Und gerade auch im Mentalen, letztendlich im Coaching-Bereich, in die mentale Geschichte, ist es oft sogar noch schwerer. Aber ich bin der Meinung, es ist schwieriger, sich mental zu trainieren, wie das Körperliche. Beim Körperlichen auch sowas. Aber selbst da gibt es natürlich Körperstellen, wo du ohne Spiegel nicht siehst. Du siehst zum Beispiel im Körper dein Gesicht nicht ohne Spiegel. Und Rücken, also es gibt Körperstellen, da brauchst du sogar zwei Spiegel zu, damit du die siehst. Und das ist halt immer so eine Sache. Aber trotzdem, die Menschen tendieren eher dazu sogar, dass sie sich körperlich trainieren, als geistig, mental, weil es auch das Gegenüber sieht. Man sieht schon die Erfolge letztendlich. Aber selbst da ist halt auch so. Jedem ist doch bewusst, oder jedem muss klar sein, dass wenn er 10, 20 Kilo abnehmen möchte und eine Figur wie ein Bodybuilder haben will, dass es nicht von Erfolg gekrönt ist, wenn ich mir mal einen Tag Diät einlege und einen Tag ins Studio gehe, wenn ich selbst schon nicht 8 Stunden trainiere. Davon nehme ich keine 10, 20 Kilo ab und baue Muskelmasse auf, ohne Ende. Das ist einfach ein Prozess und das ist beim Mentalen, beim Psychischen genau das Gleiche. Und das ist nur zum Teil einfach sogar noch schwieriger letztendlich. Ich brauche auch immer einen Spiegel einfach. Und das Spiegel ist halt hier ein Mensch letztendlich, der mich einfach spiegelt, der mich hier anspornt und wieder auch reflektiert letztendlich. Das ist so eine Sache. Und im Sport ist halt einfach auch so eine Sache. Es ist einfach, das Kontinuierliche ist einfach dabei. Man muss einfach dranbleiben letztendlich. Wenn ich das wie jetzt so mal mache, dann gibt es ja die. Ich glaube, viele Studios sehen wirklich von den inaktiven Mitgliedern, die melden sich dann an, dann gehen sie 2 Wochen ins Training, haben einen Jahresvertrag, dann gehen sie nicht mehr. Subi.
die Studios freut es natürlich, aber ist halt Geld zum Fenster rausgeschmissen. Jeder soll sich einfach selber was wert sein, letztendlich. Die eigene Gesundheit sollte was wert sein. Und gerade vielleicht auch die Ernährung und sich nicht nur Mist reinstopfen, letztendlich. Das stimmt. Wobei, ich hatte auch ein Fitnessstudio. Ich hatte 7 Jahre lang ein eigenes Fitnessstudio und mir war das immer gar nicht recht, wenn die plötzlich nicht mehr gekommen sind. Denn ich fand immer, das ist nicht der Sinn und Zweck, warum man sich im Fitnessstudio anmeldet, wenn man einfach so eine Karteileiche ist. Also ich habe meine faul werdenden Leute immer entweder angerufen oder meine Postkarte geschickt und klar, man kann alle nicht wieder erreichen, aber viele sind dann dadurch einfach, dass man sich ein bisschen gekümmert hat und Interesse gezeigt hat und gefragt hat, hey, was ist denn mit dir los, sind dann tatsächlich wiedergekommen und dann super, super fleißige Sportler auch geworden. Aber manchmal braucht es einfach auch diesen Kick von außen, jemand, der einen so ein bisschen an der Hand nimmt. Ganz klar, das ist genau die Thematik. Also ich würde wahrscheinlich auch öfters gehen, wenn ich noch irgendwie einen vernünftigen Trainingsbody hätte letztendlich. Dann würde ich wahrscheinlich wirklich öfters gehen. Dann würde halt sagen, hey, komm, jetzt gehen wir mal wieder. Dann bin auch ich manchmal so, hey, komm, es geht mal los was. Dann kann man sich gegenseitig anspornen. Ist auf jeden Fall viel wert, ganz klar. Der innere Schweinehund ist natürlich schon größer, wenn man sich alleine antreiben muss. Das ist ganz, ganz klar. Deswegen, ja. Ich empfehle schon jedem, wenn er jemanden hat, ja, jemanden auch zu holen. Bloß ist es natürlich ganz, ganz schwierig, wenn es dann jemand ist, wo man von vornherein schon weiß, es ist eine faule Socke. Und ich muss eigentlich immer die Person antreiben, ist die motiviert einen dann selber letztendlich. Das ist dann immer so eine Sache, ja gut, wenn es heute nicht geht, dann gehe ich heute auch nicht, obwohl ich gehen wollte. Das ist dann so eine Sache, als sollte schon jemand sein, der selber auch eine gewisse Grundmotivation mitbringt letztendlich. Und wirklich auch möchte und nicht so eine Person, die sie zu schon erzwingen muss eigentlich, dass sie überhaupt hingeht. Weil dann blocke ich mich selber. Das stimmt. Also die Wahl seiner Trainingspartner ist äußerst wichtig, denn wie du sagst, wenn man jemanden hat, der lieber auf dem Sofa sitzt, als selbst ins Training zu gehen und ich muss den immer antreiben, dann irgendwann wird mir das auch zu anstrengend. Entweder ich gehe dann alleine oder ich gehe auch gar nicht mehr, weil ich mich einfach von der zweiten Person zu arg habe beeinflussen lassen. Genau. Genau. Ja. Lass uns mal ganz kurz noch 10 oder 20 Jahre in die Vergangenheit schauen, auf dein jüngeres Du. Mit dem Wissen, was du jetzt heute hast, wie wichtig dir deine Gesundheit ist und was du alles für deine Ernährung tust und dass du ja doch ziemlich regelmäßig zum Sport gehst. Was würdest du denn deinem 10 oder 20 Jahre jüngeren Du raten? Würdest du irgendwas verändern oder sagst du, nee, war eigentlich alles schon immer ganz gut? Nee. Also wie gesagt, als Kind war ich natürlich immer relativ mopsig und auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen mehr auf die Ernährung geachtet und wahrscheinlich auch vom Sport her anders gemacht. Ich glaube, ich hätte wirklich schon mehr drauf gedrängt, weil ich bin eigentlich vom Sport ein bisschen immer gequält gewesen letztendlich. Und also in der Schule damals so, Grundschule schon und später war es immer so, dass man immer ständig Fußball gespielt hat. Deswegen heutzutage, ich kann keinen Fußball eigentlich mehr sehen. Das ist so eine Sache. Ich bin eigentlich damals vom Fußball abgelehnt worden. Ich habe selber aber eine Hüftdysplasie letztendlich, ist aber relativ spät erst festgestellt worden. Und dadurch hatte ich halt immer Schmerzen letztendlich in den Beinen und im Knie auch. Also sprich, wenn wir Schulsport hatten einmal die Woche, dann bin ich wieder 5 Tage rumgehumpelt, dann war es 2 Tage die Woche gut. An sich war ich immer vom Sport her so gequält letztendlich. Ich habe Sport eigentlich immer gehasst. Ich habe es nie gerne gemacht letztendlich. Aber eigentlich immer so, gerade so, so Sport wie Fußball und so weiter, wo man halt laufen muss mit Stoßbewegungen letztendlich. Dann später hat man einen anderen Sport gemacht, aber ich hätte mich viel früher vom Sport dann wirklich freistellen lassen letztendlich, vom Schulsport, wenn es Fußball, weil ich habe mich mit dem Sport eigentlich gequält und heutzutage mache ich halt den Sport, der mir gut tut. Und auch gerade beim Fahrrad, ich merke es da zum Teil schon auch noch durch die Schiefstellung einfach, wenn ich dann ein Mountainbike fahre oder sowas und ich fahre mit Klickpedalen, man ist halt relativ steif drin. Also von der Bewegungsweise ist natürlich relativ steif. Ich merke es hin und wieder nach auch beim Knie. Aber man sagt, gut, dann mache ich halt wieder eine Pause und so. Das ist so. Aber allgemeine Empfehlung an die Menschen letztendlich. Spür nicht rein, was dir gut tut letztendlich. Das ist so eine Sache. Klar ist es mal gut, mal über die Grenzen zu gehen. Letztendlich auch gerade wenn ich im Studio bin, mache dann Intervalltraining. Ich mache dann, also halt bei auf dem Fahrrad stehe ich auch Intervall. Also mal langsam, schnell habe ich beim Fahrradfahren auch draußen schon gemacht. Dass man durch dann moderat fährt und nachher nur einmal 1-2 Minuten reintreten, bis man dann kurz vom Runterfallen ist. Es ist eigentlich relativ effektiv, finde ich, von der Leistungssteigerung her. Plus, es ist halt so eine Sache, du kannst dann wieder mal, hast du mal eine Ruhephase drin. Aber wie gesagt, grundsätzlich immer das tun, was dir wirklich gut tut, in dich reinspüren. Und das ist ganz, ganz wichtig einfach.
Weil, wie gesagt, damals, ich bin halt dazu gezwungen worden, klar, Schulsport und so weiter, zu Sachen auch, die mir nicht gut getan haben letztendlich, was mir einer davon weggedrängt hat. Und deswegen mach den Sport, der dir Spaß macht. Sei es Tennis, sei es Klettern, sei es was auch immer. Mach den Sport, an dem du Spaß hast. Wenn du einen Sport machst, den du nicht gerne machst, wo du dich dazu gezwungen fühlst, wo du immer denkst, oh Gott, keine Lust und so weiter, dann fällt es natürlich extrem schwer, deinen Sport wirklich durchzuführen letztendlich. Oder wenn es dir nachher jedes Mal schlecht geht letztendlich. Wenn du jedes Mal einen Muskelkater hast letztendlich, wobei das sind auch oft mal die, die dann so alle 2 Wochen einmal ins Training gehen und jedes Mal haben sie Muskelkater, dann geh regelmäßig, dann hast du keinen Muskelkater mehr. Das ist halt so eine Sache. Habe ich auch, wenn ich das erste Mal im Jahr wieder Fahrrad fahre, mir tut jedes Mal Hintern weh. Weil halt mein Sattel kaum gepolstert ist und ich mag die gepolsterten Hosen nicht. Aber das ist dann das ganze Jahr nicht mehr. Das erste Mal im Jahr tut mein Hintern weh und dann war es das gewesen. Und das ist halt auch genauso im Studio. Wenn ich dann wochenlang nicht im Training war, ich gehe wieder trainieren, habe ich dann vielleicht mal wieder einen Muskelkater. Aber wenn man wieder regelmäßig geht, dann ist der Muskelkater weg. Dann kommt er eigentlich ganz, ganz selten. Höchstens man macht mal irgendwie ein neues Training, dass man irgendwie neue Übungen macht oder sonstiges, neue Körperstellen trainiert. Dann kann es mal vorkommen. Aber ansonsten, wenn die Routine drin ist, wenn die Gewohnheit dann drin ist, dann muss ich auch dran gewöhnen letztendlich. Das ist alles an sich eine Frage der Gewohnheit. Das ist halt einfach so, man muss den Sport halt dann, aber wenn man Sport machen möchte, dann muss es dann einfach zur Gewohnheit machen, dass es zum Alltag gehört, dass man es auch gerne tut. Also das heißt, was finden, was Spaß macht, das dann regelmäßig machen und irgendwann wird dieses sportliche Erleben dann wirklich auch eine Gewohnheit und dann hat man es eigentlich geschafft. So, das ist genau das Thema. Perfekt, das ist ein wunderbarer Satz, um unser Gespräch zu beenden. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Tipps, für die Motivation, die du heute gegeben hast und bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute bei uns warst. Ich danke auch und wünsche allen ganz viel Erfolg beim Training und beim Finden des richtigen Sportes. Super, danke dir. Danke auch.